Dieses Video wird euch präsentiert vom Taschengelddieb. Hallo und herzlich willkommen beim Chef Oberboss und willkommen bei einem neuen Video zu Warhammer 40.000 Kill Team Hivestorm. Nachdem ich zusammen mit dem Putze euch gezeigt habe, was in der Kill Team Box Hivestorm alles drin ist und nachdem ich euch gezeigt habe, wie die neuen Vespiden aussehen und wie die neuen Vespiden im Vergleich zu meinen alten klassischen Zinnmodellen aussehen, zeige ich euch heute alle zusammengebauten Miniaturen vom Tempestus Aquilum Kill Team. Aber auch hier der Reihe nach. Ich habe als erstes mal alle Miniaturen zusammengebaut. Und zwar nach der Anleitung. Das sind sozusagen hier direkt die ersten Seiten. Und was ganz interessant ist, ist, dass hier nochmal alle Waffenoptionen gezeigt werden, was das für Waffen sind. Also wir haben hier oben zum Beispiel den Flamer für den Wachservitor, also hier für diese Waffenplattform. Oder den Granatwerfer. Oder hier unten das Hochenergie-Salvengewehr. Und dann haben wir hier auch noch die für die einzelnen Krieger. Sozusagen hier Melterbombe habe ich hier gerade gesehen. Melterkarabiner, Plasmakarabiner, Reliktbolt-Pistole, das Hochenergie-Scharfschützenlasergewehr, Hochenergie-Laserkarabiner und so weiter. Also da kann man sich vorher auch mal ein bisschen einlesen und auch vielleicht mal auf den Datenkarten gucken, was die alles können und wie man nachher das Squad das Killteam bewaffnen will. Ja, und dann habe ich nach und nach dann alles gebaut. Hier bei dem Aquilon Tempestor, sozusagen dem Anführer von dem Killteam, muss man sich zwischen diesen vier Versionen entscheiden. Ich habe hier die Version genommen, weil die finde ich irgendwie cool. Man kann natürlich auch hier so ein Kettenschwert nehmen oder ein normales Schwert. Und ja, ich fand eigentlich das halt mit dem Helm und wo er irgendwo hin zeigt, das fand ich jetzt am besten. Kann natürlich jeder machen, wie er will. Genau, dann geht es auch schon weiter. Hier sieht man nochmal die verschiedenen Versionen. Die habe ich jetzt hier gewählt. Dann haben wir als nächstes die Option, einen Aquilon Grenadier zu bauen oder einen Aquilon Soldat. Das geht immer. Ich habe mich für den Grenadier entschieden. Und so geht es dann halt auch weiter. Ich habe mich sozusagen immer für die Spezialminiatur entschieden. Also hier auch zum Tempestus Aquilon Revolverheld und man könnte aber auch einen Aquilon Soldat bauen. Hier habe ich den Revolverheld genommen. Genau, das geht dann so weiter. Und am Ende kann man dann noch vier Aquilon Troopers E zusammenbauen. Also die hat man auf jeden Fall. Von daher finde ich es okay, wenn man alle Spezialisten baut, plus dann noch die vier Aquilon Trooper. Und als letztes hat man hier noch das Wachservitor-Geschütz. Und hier werde ich es so machen. Ich habe zuerst überlegt, das zu magnetisieren, aber ich glaube, wenn das nachher alles bemalt ist, kann man die einfach aufstecken. Da muss man gar nichts magnetisieren und dann hat man alle Waffenoptionen für diesen Wachservitor. Dann noch ein super Hinweis, und zwar habe ich beim Vespiden-Killteam ja gesagt, ich freue mich auf den Einsatz von den neuen Vespiden bei Warhammer 40.000, also nicht nur im Killteam, sondern auch bei Warhammer 40.000 und habe gedacht, ja okay, in der 11. Edition gibt es dann Regeln dafür, aber mir haben mehrere geschrieben von euch in den Kommentaren zum letzten Video, was ihr euch übrigens auch nochmal angucken könnt, dass es schon auf Warhammer Community auch schon die Datenkarten zu den neuen Vespiden für den Tau-Kodex sozusagen als Ergänzung und aber auch hier für das Tempestus Aquilon Squad für die Imperiale Armee wahrscheinlich gibt. Und da könnt ihr einfach die runterladen kostenlos und die dann in eurem Warhammer 40.000 Spiel einsetzen. Das finde ich richtig cool und das werde ich auf jeden Fall demnächst auch mal ausprobieren. Da werde ich die neuen Vespiden mit der neuen Bewaffnung in meinem Tau Warhammer 40.000 Spiel mal einsetzen. Und mal gucken, ob ich dazu auch ein Video mache. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die mich darauf hingewiesen haben, weil ich kriege leider auch nicht alles mit. Und von daher finde ich es super cool, wenn die Community mir auch Feedback geben kann. Macht also weiter so. Jetzt gucken wir uns nochmal die einzelnen Miniaturen komplett zusammengebaut im
Einzelnen dann an. Das da hier ist der Aquilon Tempestor, sozusagen der Anführer, und sieht mit seiner coolen Pose, wie er hier auf dem taktischen Stein steht und irgendeinen Befehl ausspricht. Finde ich sehr, sehr cool, dieses Modell. Insgesamt muss ich sagen, ich bin ja jetzt kein imperialer Spieler, also außer jetzt natürlich Space Marines, da habe ich die Ultramarines, also von daher kämpfe ich auch schon für den Imperator. Aber die imperiale Armee habe ich bis jetzt noch gar nichts. Die Stahllegion hat zum Beispiel der Putze. Und das ist jetzt absolut neu für mich, hier diese Einheiten auch bei Killteam oder auch bei Warhammer 40.000 in die Schlacht zu führen. Aber ich finde es cool, auch Menschen, ganz normale Menschen mal zu spielen. Wobei, das sind ja die Besten der Besten mit Auszeichnungen von den Menschen. Also von daher sind die ja auch schon ziemlich besonders. Sehr schönes Modell, sehr viele schöne Details, aber auch nicht überladen. Man könnte jetzt hier auch noch verschiedene Granaten und alles Mögliche dranpacken, finde ich, braucht man aber gar nicht, weil das Modell schon so ziemlich cool aussieht. Aber was wir vergleichen können, sind die beiden Anführer von den beiden Killteams. Und da finde ich dann beide doch ziemlich cool. Wobei sogar der rechte, also der vom Tempestus Aquilon, sieht sogar noch ein bisschen cooler aus. Besser erkennbar als Anführer, weil er gibt Befehle. Dann haben wir den Aquilon Grenadier. Und der hat sozusagen eine Melterbombe in der Hand und eine Hochenergie-Laserpistole in der anderen Hand. Und ja, der gefällt mir auch richtig gut. Das ist so ein abgebrühter Veteran. Der soll irgendwo die Melterbombe dann hinbringen und er geht gemessenen Schrittes langsam dann auf sein Ziel zu und platziert dann da die Melterbombe. Und dem habe ich jetzt auch hier ein paar Granaten noch angeheftet, weil da fand ich es ganz passend. Der hat ziemlich viel Feuerkraft einfach mit dabei. Den kann man ganz gut vergleichen mit einem von den Vespiden hier. Das ist der Himmelschlag-Vespide. Der hat also auch eine fette Wumme irgendwie dabei. Und ja, dadurch, dass der andere fliegt, der Vespide, sieht er halt schon ein bisschen größer aus als der Aquilon Tempestus. Aber ich finde beide trotzdem ziemlich cool. Dann haben wir hier den Aquilon Pistoliero oder Aquilon Revolverheld, wie anders heißt. Dem habe ich jetzt keine Maske gegeben, sondern hier normalen Kopf mit Barret. Ja, der hat zwei Hochleistungsenergie-Less-Pistolen, also Laserpistolen, steht hier auf den verschiedenen Geröllteilen drauf und wirkt dadurch natürlich ein bisschen größer als die normalen Modelle. Er hebt sich sozusagen deutlich von den anderen ab, indem er halt ziemlich erhöht steht. Dann haben wir hier einen Aquilon-Scharfschützen und der hat sozusagen ein Hochleistungsenergie-Scharfschützengewehr. Auch mit Helm gebaut. Und das Gewehr unterscheidet sich sozusagen von den normalen gar nicht so viel. Der hat halt noch ein Zielfernrohr mit dabei und der Lauf ist halt ein bisschen länger. Aber ansonsten sehen die gleich aus. Sehr schönes Modell, fand ich schon beim Kommandoskott ziemlich geil. Der Scharfschützen Woman Boy. Ich mag irgendwie Scharfschützen. Und hier haben wir einen Aquilon Schütze, beziehungsweise einen Schützin, weil das ist eine Frau. Unter den anderen Tempestus-Soldaten könnte natürlich auch mehrere Frauen noch mit dabei sein, aber man sieht es nicht, weil die einen Helm anhaben. Und diese hier hat ein Plasma-Karabiner mit dabei, also hohe Feuerkraft. Und ich fand das ganz passend. Irgendwie hat die so einen verbissenen Gesichtsausdruck. Der passt irgendwie zu so einer Plasmawaffe dazu. Ja, ansonsten nicht viel Schnörkelreihen mit dabei. Aber sehr cooles Modell. Dann haben wir hier einen Aquilon-Wegbereiter. Das ist sozusagen einer, der für Nahkampf auch spezialisiert ist wahrscheinlich. Und der muss schon ein bisschen durchgedreht sein. Gut, die müssen alle ein bisschen durchgedreht sein, so Todesmissionen durchzuführen, die sie auch sonst immer machen. Aber der ist dann nochmal besonders durchgedreht, weil der bereitet den anderen sozusagen den Weg vor. Das heißt, der infiltriert vielleicht und beseitigt dann sozusagen die Gegner im Nahkampf. Zusätzlich hat er dann eine Laserpistole mit dabei und der hat hier vorne dann auch auf der Brust, das ist auch sozusagen eingekerbt, also das fügt sich da wirklich in die Rüstung mit rein, also das ist kein optionales Teil, sondern das ist ein verpflichtendes Teil, was man hier anbauen muss und da, finde ich, passt es dann auch besser, als wenn man das wirklich auf die normale Rüstung einfach so ein Messer aufklebt, sondern das ist in die Rüstung mit reingemodelliert sozusagen. Und da passt es dann auch. Ja. Dem habe ich dann auch extra keinen Helm gegeben.
sondern so eine Halbhelm-Variante, weil das fördert irgendwie seinen Anblick, dass er doch ein bisschen durchgeknallt ist, finde ich. Das davor waren sozusagen alles die Spezialisten, jetzt kommen die ganz normalen Soldaten und hier habe ich bei dem ersten schon einen ohne Helm gewählt, aber der ein ziemlich entstelltes Gesicht hat. Das ist ein gestellter Veteran, der schon ziemlich viel erlebt hat und auch schon ziemlich viel abgekriegt hat. Dann der nächste Aquilon-Soldat, den finde ich besonders geil, weil der hat auch die Kabelverbindung nach hinten zu seinen, das hinten ist ja sozusagen das Energiepack, wie auch bei den Space Marines. Und von da werden die Hochleistungskarabiner, Laserkarabiner oder Gewehre dann versorgt. Der hier hat hier nur ein Kabel hängen. Da könnte er es auch mit seinem Tornister verbinden, hat aber noch ein Energiemagazin eingefügt in seine Waffe. Und der hier hat es direkt sozusagen mit seinem Tornister verbunden. Und das sieht schon sehr geil aus. Also allein die Pose, der wartet so ab, was passiert. Der ist also in Hab-8-Stellung, der scannt die ganze Umgebung und könnte dann darauf reagieren. Sehr, sehr geile Pose, sehr geiles Modell. Den haben wir gerade schon gehabt. Der ist auch das größte Modell, weil der steht wirklich auf so einem Rohr mit drauf. Und hier gucken wir nochmal unseren Melter-Typ an. Also der überragt den schon um einiges. Dadurch sticht er natürlich ein bisschen hervor, hat auch ein bisschen anderen Helm als die anderen und gefällt mir sehr gut. Und hier sozusagen der letzte Soldat, der steht auch auf so einem Rohrstück. Und der ist sozusagen voll im Vollsprint und visiert dann irgendein höher gelegenes Ziel, was ja auch hier Sinn macht, weil die Vespiden fliegen, visiert er hier an und schießt wahrscheinlich im Laufen. Sehr geil. Als letztes haben wir, wie auch bei den Vespiden, noch so eine Art Drohne. Hier ist es, bei den Vespiden ist die Drohne, hier ist eine Servitor-Waffenplattform. Ja, ziemlich einfach, aber trotzdem finde ich die eigentlich ziemlich cool. Das ist jetzt mit einem Flammenwerfer. Dann haben wir hier einen Granatwerfer, den werde ich auch noch aufbohren. Die anderen Gewehre muss ich mal gucken, wenn die groß genug sind. Vorne die Mündung werde ich auch aufbohren. Ansonsten lasse ich es. Und dann haben wir hier noch meine präferierte Variante, weil die ziemlich geil aussieht. Das ist dann ein Hochenergiesalbengewehr. Sehr geil. Dann haben wir sozusagen das komplette Tempestos Aquilon Killteam vorgestellt. Und ich habe jetzt hier nochmal kurz einen Vergleich des die größte Miniatur von den Vespiden im Gegensatz zu dem kleinste Figur von den Tempestos Aquilon Squad. Das ist schon fast, wenn man den Flügel mitberechnet, doppelt so groß der Vespide. Das ist schon ziemlich geil. Aus meiner Sicht sind natürlich die Tau auch hier die Helden von der ganzen Box. Auf die hat jeder Tau-Spieler schon sehr lange gewartet. Bei den Imperialen weiß ich jetzt nicht genau, da gab es schon sehr viele. Gibt es ja auch die Karskin und verschiedene andere imperiale Soldaten. Die Kardianer sehen ja auch gut aus. Von daher ist es da jetzt nicht so super umwerfend neu irgendwie, aus meiner Sicht. Aber trotzdem gefallen mir die Tempestos Aquilon natürlich auch. Und die werde ich natürlich auch mal einsetzen. Und ich weiß auf jeden Fall, warum sie bei vielen von diesen Aquilon und Tempestos irgendwas unten drunter gestellt haben. Weil so wirken dann die Modelle dann auch ein bisschen größer und nicht alle gleich. Und vor allem sehen sie dann nicht ganz so klein aus wie im Vergleich zu den Vespiden. So, und daher ist das schon sinnvoll gewesen. Hier sieht man es auch nochmal bei dem hier. Also viele stehen irgendwie ein bisschen erhöht, damit die nicht ganz so klein wirken. Finde ich einen legitimen Schritt und vor allem gerade bei Killteam soll es ja auch cool aussehen mit dem ganzen Gelände. Und das ist völlig akzeptabel. Ich finde es sogar richtig cool. Hier auch beim Anführer, der hat auch seinen Fuß ein bisschen höher. Dadurch kommt er auch ein bisschen nach oben. Also, auf jeden Fall beide Killteams finde ich richtig cool. Ich freue mich auf die Bemalung. Aber als nächstes werde ich erstmal das Gelände noch zusammenbauen. Und das sind sozusagen die ganzen Reste, die übrig bleiben. Das sind sozusagen die Alternativen, die ich nicht gebaut habe. Das waren hauptsächlich dann die Tempestos Krieger, da konnte man nämlich eigentlich statt den Spezialisten immer die Krieger auch bauen. Und ja, das sind die verschiedenen Waffen, die verschiedenen Arme und natürlich die ganzen verschiedenen Köpfe, was ich ziemlich geil finde. Man konnte nämlich auch das ganze Killteam sozusagen mit nicht behelmten Köpfen sozusagen bauen. Ich habe, ich glaube, drei oder vier
nicht mit Helm gemacht, den Rest mit Helm, weil mit Helm finde ich es irgendwie doch cooler. Also, das ist natürlich jedem sich selbst überlassen. Kann jeder machen, wie er Bock hat. Ich finde jetzt bei den Modellen mit Helm tatsächlich ein bisschen schöner. Bei anderen Figuren, zum Beispiel bei einem Stormcast oder so, da macht es ziemlich viel Flair auch aus, denen dann Köpfe mit Bärten oder Ähnlichen dann zu geben. Dann haben wir noch hier Kettenschwert, normales Schwert, das hat dann der Anführer als Option gehabt. Und noch ganz viele Dolche, die könnte man überall an die Modelle noch drankleben, wollte ich aber nicht. Und ganz viele Granaten, irgendwie sind die wirken nicht ganz für das Modell gemacht, sage ich jetzt mal. Also die hängen dann so ein bisschen wie so ein drittes Rad am Wagen dann irgendwie dran. Die passen irgendwie nicht so gut zu den Miniaturen, finde ich immer, weil die dann so aufgeklebt sind. Dann stehen die immer so ein bisschen ab. Aber ansonsten ziemlich cool, dass so viel übrig ist. Da kann man zumindest die Köpfe und auch vielleicht die Waffen für irgendwas noch nutzen. Wobei, da ist die Hand dran. Da könnte man höchstens so ein Base machen, wo dann sozusagen irgendwie der Arm mit der Waffe noch hervorguckt oder so. Naja, auf jeden Fall finde ich es immer cool, wenn man Puppets für die Bitbox hat. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Hier noch ein paar Bilder aus der Fotobox von dem Aquilon Tempestus Kill Team. Wie ich auch vorher schon gesagt habe, aber Wiederholung ist ja immer ganz gut, finde ich das Kill Team richtig gut. Die verschiedenen Spezialisten gefallen mir gut, aber auch die verschiedenen einzelnen Tempestus Aquilon Krieger, die finde ich auch richtig gut. Die sind jetzt also nicht sehr statisch, sondern da hat auch jeder seine eigene Pose, woran man den dann auch auf dem Schlachtfeld dann erkennt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Bemalung. Da gibt es natürlich auch noch von mir dann ein Bemaltutorial. Und ja, das war es auch schon wieder. Ich würde sagen, ich freue mich wie immer auf eure Kommentare über einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal beim Chef Oberboss. Macht's gut. Tschüss.